Da sind wir wieder mit dem Feierabendspiel für Leipzig und Mainz 05. Heute Abend. Leipziger mit Licht und Schatten. 3-1-Sieg gegen Gladbach und dann eine 1-3 überraschende Niederlage gegen unsere Mühlenkreisauswahl. Sicherlich der emotionale Höhepunkt des Tages heute. Und die Mainzer mit einem 1-3 gegen den HSV und dann einem 2-2 gegen Borussia Mönchengladbach. Schussversuch und nächster Torwarttor. Jetzt ist der Bann aber gebrochen. Maximus Babke mit dem frühen 1-0 für die Leipziger. Hat gut zugeguckt eben. Wir sehen mal den Treffer. Stark vollendet. Frühe Führung also für die Sachsen. Fast der Ausgleich für die Mainzer nach dieser Standardsituation. Aber auf der Gegenseite ist Aki Koch dann zur Stelle. Der Mainzer Keeper nimmt das Leder auf nächster Distanzversuch da von den Mainzern, aber wieder ungefährlich. Ja, schön abgelegt da jetzt. Schöner Abschluss von Pierre Weber. Knapp drüber. Aber die Leipziger scheinen sich hier was vorgenommen zu haben. Ja, ich glaube, dass das Trainerteam um Robin Peter im Spiel gegen die Mühle nicht wirklich zufrieden war. Das kann natürlich nicht der Anspruch sein für einen Regionalligisten, selbst in der Halle hier gegen eine Regionalauswahl zu verlieren. Bei allem Respekt vor den Mühlis. Leipzig kommt wieder. Aber dann Younes Azahaf gerade noch so vor dem Leipziger Stürmer am Ball. Verhindert damit Schlimmeres. Ist mal geklärt jetzt der Ball von den Leipzigern in Seiten aus. Gibt also den Einkick für den FSV Mainz 05. Da hinten jetzt in der Ecke berackern sich die beiden. Die Mainzer behalten das Leder. Da möchte der Kapitän einen Freistoß. Greift er allerdings nicht, bleibt er am Boden liegen. Geht der Ball auch ins Aus. Dass der Eindruck war, dass er da mehr draus gemacht hat. Also ich bin da bei Westermann kein Freistoß zu geben, aber es scheint wirklich wehgetan zu haben. Wir gucken drauf. Ja, okay, kriegt, glaube ich, einen Knochen da. Das tut weh, aber faul war es nicht. Bin ich voll bei dir. Bin ich voll bei dir. Von Abend so ein bisschen die Struktur verloren gegangen, so im Aufbau der Mannschaften, oder? War wesentlich mehr Fußball an den ersten beiden Spieltagen. Ja, Luft ist so ein bisschen raus.
Das merkt man den Mannschaften schon. Dann durch die Bank weg hier jetzt in den letzten 3-4 Spielen. Doch eher mehr Langholz, als wir das noch am Anfang des Tages gesehen haben. Ja, und halten den Ball sehr lange, ne? Viele Ballbesitzzeiten, ja. Viel 1 gegen 1 unnötig. Der Treffer sah trotzdem schön aus. Das dürfte Kollege Yeboah gewesen sein. So ist es auch. Gotjes Yeboah mit dem 2:0. Er lässt Leipzig sich noch mal richtig gut fühlen. Hier war jetzt schön runtergepflückt, die Drehung sofort und dann abgeschlossen. Technisch alles einwandfrei gemacht. Also auch schon abgepfiffen, genau. Ja, das haben wir jetzt schon einige Male heute gesehen, was der Yeboah körperlich beweglich drauf hat. Ja. Wenn ich mich da nochmal erinnere an diese eine Ballannahme in einem vorherigen Spiel, das ist schon ganz, ganz großes Kino gewesen. Fuß deutlich über Kopfhöhe. Ja. Und da ist der Anschluss für die Mainzer. Mit der Nummer 12, Justus Götze. Spitzer Winkel, schön vollendet. Prominenter Nachname. Ja. Macht's da wie seine Namensvetter. Hatten hier Felix Götze, den Bruder von Mario, vor einigen Jahren. Hat ein überragendes Turnier gespielt. Großen Spaß gemacht, ihm zuzugucken. War jetzt ja lange verletzt beim FC Augsburg und hofft jetzt in der Rückrunde wieder eingreifen zu können ins Profigeschehen. Felix Götze, der Bruder von unserem WM-Siegtorschützen Mario Götze. Ja, auch das haben wir in den ersten beiden Spieltagen gar nicht gesehen. Klar, jetzt gab es mal 2 Torwarttore, okay, aber von der Wahrscheinlichkeitsrechnung her. Macht ja das nicht wirklich den Hallenfußball aus. Ja, das muss man auch sagen. Das hat sich jetzt in den letzten Spielen wieder ein bisschen verschlechtert. Geht es eben doch immer häufiger mal wieder über den Keeper. Mal sehen, ob sich da morgen, wenn die Kräfte bei allen wieder da sind, der Trend, das Ganze spielerisch zu lösen, wieder durchsetzen sollte. Mich würde es freuen auf jeden Fall. Haben wir mehr 1 gegen 1 Situationen, mehr Tempo-Dribblings. Und das ist ja eigentlich das, was beim Hallenfußball am meisten Spaß macht. Ja. Wäre auf jeden Fall wünschenswert. Die Mainzer nehmen jetzt 4,5 Minuten vor dem Schluss nochmal den Keeper raus, bringen den 5. Feldspieler mit dem 1:2 Rückstand im Nacken. Wollen sie hier ganz einfach das Ganze mit Überzahl, mit einem guten Fußballer mehr auf der Platte lösen und doch noch zum Ausgleich kommen. Klappt vorerst nicht. Ball geht da hinten ins Tor aus. Es gibt den Abstoß vom Kasten. Der Leipziger da jetzt. Koch ist da jetzt zurück im Kasten bei den Mainzern. Direkt mal in Aktion. Gut gehalten. Der Abschluss geht jetzt weiter am Kasten vorbei. Da scheinen sie jetzt ganz schnell wieder abgerückt zu sein von der Idee, ihren Keeper da mit einem Feldspieler auszutauschen. Starker Abschluss. Sie zieht sich jetzt extrem weit zurück. Das war im ersten Spiel auch noch etwas anders. Bis weit in die eigene Hälfte zurück mit allen 4 Feldspielern.
Nächster Freistoß. 2,5 Minuten vor Ende des vorletzten Spiels. Mainzer den Keeper jetzt doch noch mal rausgenommen. Bleibt jetzt auch bei der Defensive. Erstmal im Kasten. Und da ist der Ausgleich für die Mainzer. Justus Götze schon wieder. Doppelpack. Also knapp 1,20 vor dem Ende. Sieht so aus, als würde es das gleiche Ergebnis geben für die Mainzer wie im vorherigen Spiel gegen Gladbach. Und da sage ich's, und da fällt das dritte. Und wieder ist es Justus Götze. Alle guten Dinge sind drei. Mainz dreht das Spiel. Von 0:2 macht 3:2. Das schmeckt Leipzig gar nicht, sind sauer. Das merkt man, das richtig in Aktion. Und der Leipzigs Keeper hat sich da tierisch aufgeregt über seine Vorderleute. Und jetzt haben wir nochmal den Treffer. Kleines Missverständnis da, toll reingenagelt. Zum 2:3. Aussicht der Leipziger. So, Freistoß RB. Gibt es noch das Comeback? Hui. Aki Koch. Gerade noch mit den Fingerspitzen dran. Klärt zur Ecke. Abgelegt auf den Keeper bei Verlust. Und das Foulspiel von Babke. Boah, ganz, ganz starke Ballannahme von Yeboah da mal wieder. Er kommt da von oben und liegt da ganz, ganz ruhig mit dem ersten Kontakt auf seinem Fuß. Technische Extraklasse, ja, was der Angreifer da aufs Parkett bringt. Jetzt gibt es nochmal die Freistoßmöglichkeit. 8 Sekunden vor dem Ende, die Leipziger. Könnte noch was gehen, ja. Die wahrscheinlich letzte Aktion dieses Spiels. Oh Moritz, es kommt nochmal zum Genießen. Yeboah, das wäre doch mal einer für ihn jetzt. Nee, der Keeper ist es. Und wieder ist es Koch. 4 Sekunden noch. Ecke. Ah, Ball war noch nicht freigegeben. Zurückgepfiffen. Gut, noch um die von Westermann. Abstandsregelung. Jetzt der Verkehr geregelt. Ab gilt die wilde Fahrt. Zum Ausgleich. Da ist er! Ausgleich! Yeboah! Und er zählt! Mit dem Schlusspfiff! Da plätschert das hier irgendwie 11 Minuten 58 Sekunden. So hinter den letzten zwei gab es da mal den Höhepunkt. 3:3 zwischen Leipzig und Mainz 05.